Papa und Paul auf Kameratest. Ja, und das Objektiv machte schon bei der ersten Schärfeverlagerung Spaß. Keine technischen Details, sondern die allgemeine Handhabung der neuen Profi-Schulterkamera der Holberg Media Productions wollten wir ausprobieren. Kameratest, Test, Check. Das Wetter war günstig. Sonne und Schnee und Pfützen. 5500K bei 1/64 ND-Filter. Gedreht haben wir Full HD 25p. Bestückt ist die PMW 500 mit einer Canon Zoom-Linse KJ20 mit integriertem Extender, die ich erst einmal über den Siemensstern und dann gleich mal gegen die Sonne in verschiedenen Blenden quälte. Bei einer Pfütze in ca. 12 Metern Entfernung probierte ich erst auf die sich spiegelnden Bäume in der Pfütze, dann auf die Pfütze selbst die Schärfe zu ziehen. Wie ein richtiger Kameramann. Ein richtiger Kameramann braucht einen richtigen Assistenten. Letzteren könnte man allerdings auch als richtig gutmütiges Lasttier bezeichnen. Bei einer kurzen kreativen Besprechung mit meinem Lasttier, Assistenten, entschlossen wir uns, noch den Extender auszuprobieren. Das ist gut. Nach einem Shot in die Baumwipfel wieder Gegenlicht. Die Slow-Mo ist nachträglich gemacht und läuft auf 33%. Wie weit weg das Wasserrohr ist, weiß ich nicht, aber unser Drehstandort blieb gleich. Erste Einstellung mit Extender unter Anpassung der Blende. Zweite Einstellung ist die längste ohne Extender. Dritte Einstellung ist die kürzeste Brennweite des Objektivs. Begeisterung bei Kameramann und Assi. Das ist natürlich kein Vergleich zur Sony XDCAM X3, mit der wir vorher viel gedreht haben. Fazit: Mit Zeit und vom Stativ macht die 500er mit dieser Linse großen Spaß. Und der 4:2:2 Farbraum gibt in der Post Farbspielraum im wahrsten Sinne des Wortes. Bilder unter Stress von der Schulter, bei denen Schnelligkeit in der Handhabung gefragt sind, bleiben abzuwarten, aber bis zum ersten echten Einsatz wird noch etwas trainiert.